Also das ist eine einzige Epilepsie-Warnung, die man für diese Level hier jedes Mal aussprechen muss. Warum habe ich das geliked? Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Super Mario Maker 2 Video. Viele von euch, Massen an Menschen wird es bestimmt interessieren. Ey, was ist denn, also, was da, mit Mario Maker hier auf dem Kanal so? Wie sieht's denn aus irgendwie für den Rest des Jahres? Was ist der Plan? Und das werde ich euch heute hier auch erzählen in einem Part, in dem ich mir nicht die neuen Mitteilungen anschaue, sondern mal wieder ganz klassisch, ganz relaxed in die beliebtesten Level der Woche reingehe. Wow, vielleicht rede ich ab sofort nur noch so. Level Nummer 1 nennt sich Nintendo All-Stars Gimmick. Es wurde ja auch super viel im Zuge des 35. Jubiläums angekündigt. Wir bekommen die... ja, schon so lange erhoffte Collection der 3D-Marios. Da wird man dann bestimmt auch mal irgendwo reinluschen. Darüber will ich jetzt aber gerade gar nicht in aller Ausführlichkeit sprechen, weil das ist so viel, was man nochmal rumplanen müsste. Es soll erstmal hier nur um, naja, ne, also Mario Maker 2 gehen. So, ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau machen. Das ist ein Pokéball. Okay, ich glaube, es ist einfach nur so ein bisschen hier Schalter. Vielleicht gibt es die ein oder andere Anspielung, die damit drin ist. Und zwar, ich habe euch einen ganz einfachen Laufplan. Das ist jetzt Wii Sport. Ich glaube, wir spielen uns hier durch so verschiedene Spiele durch. Was mache ich denn hier für Sport? Ah, das ist quasi Tennis. Oder Pong. Guck mal da. So, jetzt habe ich, Damage bekommen. Ich bin fascinated. So, zack, Alter. Bam, rein da. Ich kann gar nicht sprechen, solange hier so ein spannendes Tennis-Match vonstatten geht. Also, ganz einfache Fahrroute, weil ich hasse diesen Satz zwar, aber er stimmt halt auch einfach. Es ist gerade so einiges im Hintergrund los, was dann erst so im Verlaufe der nächsten Wochen und Monaten rauskommt. Mit allem voran eine ewige Fall Guys Aufnahme, bei der ich einfach meinen Arsch nicht gewaltig reinbekommen, hochbekommen, weil die so viel Schnitt ist, ey. Und dann ist mal hier was und da dort was und von links schreit mich immer noch Mario an und ich denke mir, ey, Mario, ich kümmere mich schon wieder um dich. Wir haben jetzt mal hier wieder kleinen relaxten Trends-Einstieg. Das ist jetzt übrigens Zelda. Als nächstes werde ich die kleine Miniserie zu 4YMM beenden. Also beim nächsten Mario Maker Video. Es gibt ja zwischendrin einfach auch noch andere Games. Muss ich einfach nur so ein bisschen hier reinschießen? Oder wie machen wir das? Also es kommen jetzt zwischendrin auch einfach nochmal andere Games. Aber 4YMM kriegt noch ein Video, da machen wir noch zwei Level. Und dann geht es einfach wieder voll ins Zuschauerprojekt. Ich glaube, hier muss ich drauf feuern, ne? Ja, sieht ganz so aus. Und da werde ich ungefähr schauen, dass wir dann ab da, um das auch halbwegs realistisch dieses Jahr noch zu Ende zu bekommen, werden wir da ungefähr auf eine Episode pro Woche abzielen. Ich habe die 50 eingesammelt und da oben geht's raus. Schön. Das ist eigentlich alles, was ich so informationstechnisch mal berichten wollte. Aber ich habe ja auch früher eigentlich diese Trends-Episode immer ganz gerne genutzt, um da mal kurz völlig stümperhaft solche Infos rüber zu buddern. Und deswegen habe ich das jetzt hier einfach auch nochmal gemacht. Weil Mario Maker, ich bin ja fast einer der wenigen inzwischen, der die Flagge aus dem Olymp heraus von Mario hier weiterträgt. Der ihn nicht aufgegeben hat, den kleinen Fratz. Aber natürlich bin auch ich dann ab und zu mal von anderen schlingeligen Dingen noch in Beschlag genommen. Ein viel gefragter Mann, ja. Fast so viel wie Mario. Ihr glaubt gar nicht, eigentlich bin ich Klempner. Das ist das, was ich erzählen wollte. Ich habe einfach so viele Toiletten in letzter Zeit reinigen müssen. Das ist jetzt hier, glaube ich, Super Mario Bros. Ne? Also könnte sein. Das ist eigentlich ein schönes Levelchen hier mit vielen verschiedenen Spielereien. Was wird... Habe ich jemals gegen ihn gekämpft? I don't know. I don't know. Ich glaube nämlich nicht, ey. Dass ich hier jemals gegen ihn gebattelt habe. Hat er mich gerade... Hat mich gerade seine Flamme da verfolgt? Oder wo kam das her? Naja, hat sich erledigt. Ich nehme mir trotzdem die Feuerblume nochmal mit. Warum denn auch nicht? Und gehe da hinein. Jetzt sind wir bei Donkey Kong. Das heißt wahrscheinlich nach oben laufen. It is Donkey Kong.
aber natürlich bei weitem nicht so schwer wie das eigentliche originale Donkey Kong von damals. Da konnte man schon ein bisschen schlechter was passieren. Sonic! Was machen wir denn? Was? Also, okay. Sonic! Es ist Sonic jetzt. Der blaue Igel. Der ist halt einfach so drauf. Der kommt ja auch einfach um die Ecke. End. Schönes Levelchen. Ein schönes Levelchen. Ein kleines Levelchen. Ein spaßiges Levelchen. Schön, um wieder reinzukommen. Schön, um mal wieder so ein bisschen reinzustanden. Er kann es halt noch. Ne? War zwar, glaube ich, irgendwie eine 50%ige Abschlussrate oder so. Also viel zu können gab es da jetzt nicht. Aber optisch schön ansehlich. Yoshis Auto-Speedrun ist auf Platz Nummer 2. Das sind bisher aber, also man merkt aber auch in den Trends, man trifft nicht mehr so häufig auf Level, die jetzt höht. Also das ist schon eine sehr hohe Spielerzahl inzwischen, diese 40.400. Aber so ganz die sechsstelligen, die sucht man inzwischen schon auch vergeblich. Komm, schauen wir uns das mal kurz an. Ich muss einfach nur rennen, ne? Yoshi, run for you. Ich muss, glaube ich, gar nichts machen. Ich mache einfach mal, ich lege die Hände beiseite, aber es ist der Controller. Ich fühle mich einfach so verbunden mit meinem Controller, dass ich dachte, das wären meine Hände. Okay, ich muss also hier, glaube ich, zumindest noch kurz durchlaufen. Und jetzt mache ich nichts mehr. Ja. Also ganz... Ich habe gerade versehentlich eine Schultertaste betätigt. Ich hoffe, das hat jetzt nichts kaputt gemacht. Ganz süß finde ich ja wirklich, dass es echt nur Yoshi ist. Ein bisschen trauriger ist halt, dass Yoshi währenddessen so schaut, als hat er gewaltigen Durchfall und muss wirklich dringendst aufs Klo. Er wirkt aber... alles andere als glücklich. Der kleine Fratz. So, und zwischendurch darf man ihn... Guck mal, der wirkt ja nur glücklich, wenn jemand auf ihm reitet. Nur dann ist Yoshi happy. Gibt's nochmal eine ganze Passage? Sieht so aus, ne? Oder war das das Ende? La 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 la. Der Track klingt auch gar nicht so, als hätte ihn irgendjemand geschittiflutet. 'Traumhaft, so schön. Schönster auf der Welt. Jetzt ist die Frage, stirbt Yoshi am Ende doch noch oder darf man ihn mit ins Ziel nehmen? Oh! 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 Wie schön. Wie schön für Yoshi und Mario, dass sie mal gemeinsam ins Ziel gehen konnten. Dies erfreut mich mit unfassbarer Glückseligkeit. Mein Herz, es fühlt sich an, als zerplatzt es in tausende wunderschöne Marshmallow-Teilchen. Weich, süß und lecker. Und wenn man es über dem Feuer röstet, wird es besonders knusprig. Mysterious Swamp, ein mysteriöser Sumpf. Oder spielen wir jetzt hier mal der Geralt oder wie der Witcher. Aber die Trends habe ich eigentlich schon. Dadurch, dass man so eine komplette Wundertüte hat und gar nicht weiß, was auf einen loskommt, aber auch gleichzeitig keinen Anspruch hat, ist es doch auch immer sehr angenehm, mal aufzunehmen. Ja, aber wir haben halt so viele Mario-Serien. Das habe ich schon einfach an 4YMM gemerkt. Hä? Krass, ist geil gemacht. Also das habe ich schon daran gemerkt, dass einfach neben dem Zuschauerprojekt, wenn ich dann noch andere Spiele bringen möchte, und das will ich ja unbedingt, dass da dann etwas zu wenig Platz ist. Und einen eigenen Mario Maker Kanal werde ich jetzt nicht doch auch noch aufmachen. Das verändert sich hier ja alles. Man springt immer wieder rein und dann ist alles grün. Und ich bekomme Applaus. Applaus ist immer eine Sache, da bin ich sehr gierig nach. Finde ich gut. Klatscht mal bitte, klatscht mal in die Hände. Ich spüre das. Ja, auch wenn die Aufnahme schon gemacht ist, wenn ihr das Video hier schaut, ich spüre euer Klatschen. Immer. Das ist wie wenn jemand niest. Man weiß oder denkt jemand an mich. Oh ja, schöner Speicherpunkt. Das ist wirklich funny. Hier muss ich jetzt, glaube ich, schnell machen. Aber man springt echt einfach hoch, dann ist man verschwunden. Und dann verändert sich die ganze Szenerie. Mir gefällt dieses Grün hier. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Dass dieses Grün eigentlich echt ganz hübsch ist. Dieses Sumpfgrün. Ich hätte gern ein T-Shirt. In dieser Optik.
Ich habe zwar sogar ein T-Shirt, so in etwa, aber das ist eher so ein Blau, geht eher schon so ins Bläulichere, ja? Das Grün. Ich kann hier einfach die Facecam heute umfärben, dass mein blaues Hemd so ein bisschen so aussieht, als wäre es das Grün. Den Aufwand würde ich mir machen. Einfach nur, um hier zu zeigen, wow. Dieser Mann zieht sich so an, wie seine Let's Plays aussehen. Also sehr pixelig und altbacken. Nein! Ja. Wo bin ich? Alter, was Ziel? Wahnsinn. Nee, wirklich. Also wirklich sehr cooles Level hier. Das hat mir gefallen. Natürlich spielerisch auch wieder keinerlei Herausforderungen mit drin. Aber das sind... Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das hier direkt... Das wird ja nach hinten raus. Ne, irgendwie in den letzten Stunden Mario Maker 2. Wir brauchen unbedingt schleunigst nochmal einen dritten Teil oder 20 Erweiterungen. Ansonsten hänge ich hier halt bald am Tropf. Aber das waren wirklich... Also vor allem das Level jetzt hier, das war ein schönes Prinzip. Super Mario Medley. Es gibt ein... Das sieht aber schon wieder ganz schön refreshing aus hier. Gut. 7 Songs from different Mario Games to celebrate his 35th Anniversary. Songs finde ich immer gut. Kann man sich anhören. Da muss ich auch nichts leisten. Fühle ich mich fast, als würde ich Reactions machen. Fühle ich mich, ne? Also da muss ich hier, da sage ich, während halt, da muss ich nicht so viel, also weil ihr wollt es ja hören. Ja, großartig. Oh. Ja, richtig gut. Das war, es klang toll, ja. Ja, das war ein schönes Medley. Refreshing. Da muss man auch meistens viel machen. Das habe ich jetzt einfach mal, ich konnte es natürlich nicht übersetzen, was da eigentlich steht, aber das sah aus wie so ein Refreshing-Level. Die haben ja immer eine sehr ähnliche Optik. Vielleicht geht's nur ausnahmsweise mal nach rechts. Statt nach unten. Aber bestimmt kommt auch nochmal so eine Phase nach unten. Das soll ja, ist es... Ja, oh Gott, da ist es direkt wieder. Dass die sich immer noch halten. Wirklich, also... Das, hier ist ja Variation. Ja, aber... Also das ist eine einzige Epilepsie-Warnung, die man für diese Level hier jedes Mal aussprechen muss. Und ich weiß nicht, wer sich mit so einem Kram entspannt, aber wer sich mit so einem Kram entspannt, der... Keine Ahnung. Der findet auch... Warum habe ich das geliked? Scheiße, ich bin hypnotisiert. Ich habe gerade einfach nur nach einem Witz gesucht in meinem Kopf. Ich bin hypnotisiert, ich wollte das nicht liken. Oh Mann. Kann ich das wieder umändern? Kann ich es nochmal disliken? Ist halt geliked. Tolles Level, wirklich großartig. Happy 5 Years, Mario Maker. It's the... 5-year anniversary of the Super Mario Maker series. Explore types of levels made. Okay, hier geht es jetzt nicht um das allgemeine Jubiläum, die 35 Jahre, die wir da rumhängen haben, sondern um das Jubiläum seit dem ersten Mario Maker. Und wir sollen hier jetzt uns verschiedene Leveltypen anschauen, die so allgemein gebaut wurden. Mal gucken, ob wir was wiedererkennen. Beim ersten Mario Maker war ich ja immer noch komplett raus. Da war ich nicht anwesend, habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt. Zwillinge großgezogen und so weiter. Ihr kennt das ja, was man eben so Anfang der 20er macht. Ach ja, das sieht standardmäßig aus hier.
Wir nehmen natürlich schön den Pilz hier mit. Können wir in die Röhre rein? Nee, können wir nicht rein. Können wir hier in die Röhre rein? Nee, können wir nicht rein. Können wir hier rein? Können wir nicht rein. Aber da kann man rein. Oh! It's Gruselage. So, ich verliere wieder schön meinen Pilz. Heute darf ich irgendwie die ganze Zeit nicht mit Pilz rumlaufen. Es kommt immer so ein Block um die Ecke, der mir den einfach raubt. Aber vielleicht gibt es ja hier gleich wieder einen. Nee, sieht nicht so aus. Gibt's hier oben was? Nö. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen so ein Höhlenlevel. Aber die Level sind ja alle jetzt für mich nicht Mario Maker definierend. Ah, okay. Aber jetzt steht was da. Vielleicht stand auch vorher schon was da. Das heißt jetzt auf alle Fälle Auto. Das heißt, dass es automatisch läuft. Ich mach nichts. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sage, ja, das würde ich in einem normalen Mario-Spiel sonst nicht mitbekommen. Das ist Mario Maker. Mario Maker. Was haben wir hier? Ein Save Point. Okay. Ah, warte. Sollte man schon die Röhre auch offen lassen. Speedrun. Ja, auch sehr gut. Oh, ich bin ein wenig außer Übung, habe ich hier kurz gemerkt. Aber war ja jetzt auch nicht so schrecklich. Was, Kaizo? Okay. Die Abschlussrate sah aber bei weitem nicht so aus, als es war nur ein Gag. Weißt du, das Kaizo ging direkt über in Troll? Mucke gibt's auch noch? Mhm. Und da ist das Ziel. Schön umgesetzt. Am Anfang dachte ich mir kurz, ah, was wird das? Da habe ich es aber auch nicht gelesen. Pixelart noch am Ende. Aber das waren ja jetzt quasi 4, 5, 6. Ich habe nicht genau gezählt, aber auf alle Fälle 4, 5, 6 Level in einem. Und das ist doch eine schöne Art und Weise, um hier die 5 Jahre zu feiern. Trends. Ich fühle eine Verbindung. 20-sekündiger Speedrun, Snowy, oh ja, es wird ja jetzt nochmal kurz, es wird ja kurz nochmal warm in deutschen Gefilden für so 2-3 Tage, irgendwie plus 30 Grad an vielen Ecken, wo ich ja wirklich total Bock drauf habe. Und mega Bock habe ich dann natürlich auf so eine, auf so winterliche Abwechslung. Winterliche Level mit kühlen Farben, die sind dann schon gerne gesehen. Einfach nur, weil ich merke, wie sich alles in mir vereist. Es könnte aber daran liegen, dass ich mir 2 Eiskugeln in die Hose gesteckt habe. Und die schmelzen langsam. Deswegen muss ich gucken, dass wir jetzt noch schnell ein paar weitere Level durchbekommen. Sogar unter 20 Sekunden ist der Speedrun hier. Easy machbar. Level Nummer 8 schaffen wir sogar heute Top 10 wahrscheinlich, ne? Don't move at all. Das ist Auto-Kaizo. Oh, da kann ich wieder so tun, als könnte ich krass spielen. Ist auch wieder was. Könnt ihr euch jetzt schon mal fürs Weihnachtsfest vormerken, wenn ihr angeben wollt, von dem ganzen Rest der Familie, weil die alle nichts können. Ja, vor allem kein Mario mehr spielen. Dann einfach. So, und jetzt muss ich hier nochmal. Ich brauche unbedingt den Panzer noch. Schaust du her! Guck mal! So, wisst ihr, und die ganze Großfamilie, alle 250 Mitglieder werden sagen, toll, das ist ja grandios. Weißt du, dein Großcousin 5. Grade Steven, der hat letztes Jahr den Nobelpreis gewonnen, aber wirklich, also wild, was du hier ablieferst in Mario Maker, das ist schon, da merkt man, warum du der vierfache Weltmeister von 85, 86, 87 und 89 warst. Und wir haben nicht verstanden, was 88 genau los war. Aber wir sprechen über diese Grippe. Oh, meine ich. Aber es sah impressive aus, ey. Natürlich ist Level 9 nochmal refreshing. Ja, ich lieb's so sehr. Komm, ich lade euch nochmal ein zur epileptischen Entspannung. Falls ihr gerade irgendwie 3 Liter Kaffee getrunken habt, dann bringt euch das hier runter. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Oh nein!
Weißt du, da sitzt ja jemand da und beschäftigt sich Stunden damit, das zusammenzubauen. Wie kannst du dich danach ins Bett legen und dir sagen, ja, heute. Heute habe ich es geschafft, den epileptischen des Jahrhunderts in Mario Maker zusammenzubasteln. Aber ich finde es ganz gut, sie haben sich ein bisschen weiterentwickelt, dass man jetzt ab und zu auch mal im Auto fährt. Oh, es ist auch der Ton, ey. Ich möchte meine Kopfhörer zerbrechen. Und das geht sehr leicht, weil sie sehr dünn sind. An den entsprechenden Sollbruchstellen. Beende es doch bitte. Sag mal, können wir bitte schnell... Oh Gott, ja. Ich habe auch so... Ich habe eine habe ich gar nicht eingesammelt. Autsch. Oh, doch, guck mal, am Ende da. Ja, danke. Danke für nichts. Habt ihr nichts gesehen? Ich habe neulich nichts hochgeladen. Falls ihr noch mehr Interesse nach nichts habt. So, Level 10. Gibt mir das nochmal einen guten Abschluss hier. Das spielt man... Ich würde jetzt doch noch kurz eins raussuchen, was zumindest irgendwie eine etwas geringere Abschlussrate hat. Hier, 6,35%. Ich überspringe den 10. Platz, aber dann haben wir wieder 10 Level insgesamt. Das ist mal wieder ein ordentliches Levelpaketchen. Aber nehmen lieber den Pow-Block Konundrum 20 Sekunden Speedrun hier. Damit man irgendwie noch so ein bisschen was mit Gameplay drin hat. Na, ihr versteht ja, was ich meine. Irgendwie muss das schon sein. Es war so gut bis dahin, ne? 4 Sekunden, das wäre fast ein First Try geworden. Aber ich wollte auch mal endlich wieder spüren, wie das ist, wenn Mario runterfällt. Du hast es aber halt immer... Da muss man ganz schön... What the fuck, da muss ich einfach nur runterlaufen. Ich springe einfach wie so ein junges Reh da entgegen. Das ist aber ganz nett. So. So. Und auch flexibel spielbar. Ich habe nämlich einmal den Powerblock viel früher benutzt bisher. Und dann war das gar nicht notwendig. So, das wäre Logan First Try geworden. Die 2 Tode, die gönne ich euch aber, die gehen aufs Haus. Und damit habt ihr dieses wunderschöne Trends-Video auch schon. Ich gebe ein... toll! Damit habt ihr dieses wunderschöne Trends-Video auch schon überstanden, inklusive den entsprechenden Infos für alle Super Mario Maker-Fanatiker auf diesem Kanal. Ich vergesse natürlich niemanden und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr noch gut ins Zuschauerprojekt reingrinden werden. Vergesst aber auch nicht, die anderen Sachen auf dem Kanal eben mal zu beachten, wenn ich in die weiten Welten der Videospielwelt vorantapse und das nicht wirklich nur mit dem kleinen Zeh ins Wasser. Nein, ich mache einen Körper rein. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann könnt ihr mir das natürlich sehr, sehr gerne in Form von einem Kommentar mitteilen. Und ich hoffe natürlich vor allem, es hat euch unterhalten. Und ich hoffe natürlich auch, ihr abonniert und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und reingehauen.